Herzlich willkommen, Leute. Es geht weiter mit Return to Moria. Bei uns ist der Willi, @WilliZockt. Hallo. Ja, wir haben jetzt wieder rumgesucht und hier das gefunden. Die Domäne der Schattenorks. Wir wissen nicht, ob es da sicher weitergeht oder so. Da der Drache drin hockt. Und wir sind schlecht vorbereitet. Nichts mehr zu essen. Keine Rüstung mehr ist doch eher perfekt. Aber wir haben auch nichts für den Kartenstein dabei, weil wir es wieder verkackt haben. Das haben wir jetzt geguckt, wir gucken jetzt einfach rein. Irgendwas wird schon passieren. Muss den Speer echt aufladen, dann ist er viel krasser, ne? Jo. Ja, schon stabil. Ich mag halt Speere vom Angriffsmuster her gar nicht so gerne. Jetzt sagt er noch immer, er braucht eine better weapon. Ja, du hattest recht, du hattest recht. Beste Waffe im Spiel, vermutlich beste Waffe, aber ich denke schon, wenn wir Zeit für so einen Drachen töten. Ja, wenn wir die brauchen, um den Endboss zu töten, das ist so schlecht. Das Spiel, ey. Ja, ich glaube, das ist einfach, sagt er irgendwie immer oder so, wenn er zu wenig prozentual zu wenig Schaden macht. Die fallen ja schon sauschnell um. Ja, dann trinke ich noch mein Bierchen und das war's dann auch mit dem letzten Regen, was ich habe. Ito. Ja, gut. Wenn wir sterben, dann sterben wir. Das Gute ist, man stirbt nicht im richtigen Leben, wenn man so im Spiel stirbt. Das war weise. Ja, manchmal hat man den Eindruck, wenn Leute sich so. Wenn man stirbt in einem Spiel. Weißt du? Nehmen, das da, ja, manchmal bei manchen Spielern, die würde es so übel nehmen, wenn man an einem Spiel stirbt oder so, da könnte man meinen halt, dass sie sterben im richtigen Leben, wenn sie hier sterben. So. Das könnte auch in einer so einer Truhe einfach Kohle sein oder Dingenskirchen oder Harz, ja. Aber nein. Vielleicht ist in der Ork-Festung auch ein Harzflöz oder sowas. Na gut, vielleicht ist auch nicht der Drache hier drin, da brauchen wir eh nicht nochmal hin. Das stimmt. Dann müssen wir da auch überleben. Sonst müssen wir doch wieder hierher. Ja, hier haben wir noch Revitalisierung ein bisschen. Wir müssen noch ein bisschen sputen. Ja, den Boss hat schon wegboxen. Das stimmt, ja. Noch Revitalisierung, das Sprinten. Oder ist hier jetzt einfach gleich ein Flöz? Hier Edelsteine? Nee. Das sieht auf jeden Fall schon ziemlich duster aus hier drin. Ist das Edelsteine? Gibt's hier Harz? Nee, auch Edelsteine. Cool, einfach seltener als Gold, Diamanten. Ist so. Problem ist aber, wenn die Ausdauer schon so niedrig ist, ne? Mit dem Aufladen ein bisschen schwierig. Läuft. Das schon, ist ja, auf jeden Fall, die ist auf jeden Fall stark. Ne? Ja, ja. Wir brauchen eigentlich nichts mehr an Barren und sowas, ne? Ach, alles mitnehmen, aber brauchen tun wir nichts mehr, ne? Einige, was ich noch mitnehme, ist Fleisch auf jeden Fall, kostet schon aufgesammelt. Falls wir doch noch woanders hin müssen und Essen machen. Wirklich nichts mehr zum Essen, ich habe halt rohes Essen, aber es hat kein Leben. Also ich habe hier so komische Pilze gesammelt. Das Weißwurz? Nee, die sind aus den Tiefen da. Achso, geben die Leben? Nee. Okay. Naja, normales. Essen.
Essen, so habe ich schon Fleisch und sowas, habe ich aber nichts, was Leben gibt. Aber ich habe noch über Hälfte Revitalisierung. Na, ja, ich nur noch zu 5%, 10%. Ah, das ist scheiße. Warte mal, ich guck mal ganz kurz hier rein, ob irgendwo vielleicht ist irgendwo ja Harz. Das sieht schon nach Drache aus oder so, irgendwas Großes. Der Schattenbaron, ja. Hallo? Ihr könnt sie erstmal hier umgucken. Sie werden ja gar nicht angegriffen. Jo, oh, die sind hier, die machen irgendwas mit dem Schatten. Die fressen das ja, oder ja, so. Ja, viel Spaß dabei. Lasst euch schmecken. Ignoriert uns einfach. Wir haben gar keinen. Wir wollen gar nicht zu euch. Wir suchen Kohle. Warte mal, aber ich glaube, wir können hier irgendwas machen. Hier ist auch ein Boss. Alles hat. Ach, hier, guck mal, hier ist ein Geschichtsstein. Weil es gab hier so eine Quest, der gerade wieder hochgeploppt. Zerstörter Kartenstein. Oh, ach, nein. Perfekt. Hast du Steine? 7 Stück brauchen wir noch. Sechs Stück. Ja, Gott sei Dank. Okay, das ist eine gute Designentscheidung. Ah, wow. Kommt ein Steiner raus? Ah, das ist scheiße, ey. Was ist denn da oben? Ja, da geht's gar nicht weiter. Doch, das ist eine Tür, die man aufmachen kann. Machen wir noch nicht auf. Nein, benötige ich Schuss. Mit dem Speer kann man die aufmachen. Okay, das Spiel lässt dich gar nicht zum Endboss, wenn du... Ach, wir haben den Speer. Ja, aber das Spiel lässt dich nicht ohne den Speer dahin. Achso, ja, hier, wir müssen mal Steine sammeln. Ja, yeah. Oh, machen hier alles kaputt. Da können wir noch resupplyen und dann... Das ist doch prima. Perfekt, Mann. Ja, das muss ich eigentlich... Also, ich möchte jetzt nicht sagen, ich finde das Spiel sehr gut. Tatsächlich, mir hatte sehr viel Spaß. Ein paar Designentscheidungen, aber weil es halt hier der Dinge ist. Wenn du jetzt irgendwie ein random Universum machst, dann hätte ich schon abgekotzt, muss ich zugeben. Ein paar Designentscheidungen, sehr fraglich, aber das ist eine sehr gute, dass sie da einfach einen Kartenstein hinstellen. Also da hätte ich wirklich richtig gekotzt. Hier ist noch ein Geschichtsstein. Ja. Wo habe ich repariert? Kannst du lesen. Es ist schön mit dem Geschichtsstein, aber wir brauchen eigentlich Stein, Willi. Hast du auch Stein? Ja, habe ich gerade in den Geschichtsstein gesteckt. Gute Entscheidung. Kein Spaß. Das hat Adamant gekostet. Hier ist ein Ochse. Kann nicht sein, dass wir jetzt keinen Stein finden. Ja, wir kriegen hier irgendwo Stein. Das ist jetzt kein Problem. Der Geschichtsstein. Durin-Sieg. In alten Runen steht geschrieben, der Sieg des Durin soll dein Lebensalter der Erde überdauern und um die Brunnen zu versiegeln, die Zerstörung ungeschehen zu machen, die Lampen zu erbauen. Möge dies unter ewiger Wacht brennen, möge sein Sieg niemals in Vergessenheit geraten, möge Durins ewiges Leben beschieden sein. Möge er die Khazad stets führen, wenn sie in Not sind. Schön gelesen. Dankeschön, habe mich ein bisschen verlesen, aber tatsächlich. Oh, an ancient dwarven seal. Subdue Shadow. It must be. Wir müssen da noch irgendwas machen, Willi hier. Komm, ich habe auch gerade sowas gesagt. The seal needs repairing. This shadow well is the biggest I've seen. Ja, da drinnen bin ich jetzt auch mal reingehüpft, da ist auf jeden Fall nichts. Okay. Muss vielleicht doch erst den Drachen töten. Ein Stein jetzt hier. Kann doch nicht sein. Muss einfach, normal kriegt man auch Stein, wenn die Wand klopft oder nicht. Ja, müssen wir ein Stück zurückgehen, dann kriegen wir schon irgendwo Stein, aber ich habe gerade ein Ork-Problem. Hier ist eine Truhe, vielleicht haben sie da genau die Steine reingemacht. Da noch ein Schlüssel? Nö. Ja, da war doch Stein hier. Hat Stein gehabt. Am Eingang kriegen wir sicher Stein. Stein. Einmal. Was hat hier, Mann? Also ich habe jetzt einen Stein.
Null. Okay, da müssen wir kurz hier, lassen wir mal kurz rauslaufen hier. Was ist das? Nee. Geht's denn hier raus da? Haben wir gleich den Stein. Ey, halt wieder vergessen, hier das Zeug mitzunehmen, ey. Ja, es ist so krass. Hier ist Stein, ich hab gleich welchen. Sag ich 5, wie viel brauchen wir? 6 Wochen nur noch. Okay, da haben wir gleich. Alles gut. Da hab's. Jetzt brauchen wir 7. Ich hab 7. 8. Die Frage ist, ob wir da nochmal Bolzen und sowas machen müssen. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich muss man den Speer bekämpfen. Ja, ach, Bolzen. Fernkampf ist für Weiche, ist was für Spitzohren. Aber wir sind. Hinter dir ist ein Ork-Boss. Zwergen. Da ist ein Ork-Boss hinter dir. Oh, das ist tatsächlich ein Kitz hier. Warte mal, ich geh mal ganz schnell den Stein reparieren. Nicht, dass wir jetzt hier sterben. Das wär's gewesen. Ist repariert und aktiviert. Na, ist. Keine Ausdauer, als wir Schatten verflucht. Er droppt Kohle, lol. Er droppt einfach Kohle. Ab nach Hause. So, Leute. Dann Zwergboxen, Zwergboxen. Drachenboxen. Drachenboxen. Let's go. An die Brücke von Khazad-dûm. Dann raus. Und dann? Und dann leben vor den Erlösen, die wir hier alle gefarmt haben. Hunderte Duplonen, Edelsteine, Erze. Ach, wir sind reich. Ah. Nicht dann reparieren. Essen. Ja, da war noch was im Ofen. So viel Essen können wir tatsächlich nicht machen. Mal Gram. Aber ich kann noch mal gucken, ob unser Ding fertig ist. Unser Hafer, den ich angebaut habe. Du hast in die Brücke schon alles reingelegt, außer den Hammer, oder? Ich habe noch gar nichts reingelegt. Nee, nee, hast du gesagt, es soll nichts reinlegen. Nein, ja, nicht auslösen, habe ich halt gemeint, aber passt schon. Ja, nach 30 Let's Plays und so wäre ich dann schon gerne dabei, wenn man die Brücke repariert wird, verständlicherweise. Oh Mann, das würde ich dir, glaube ich, nicht verzeihen. Was? Nee. Kannst du da ein Video bei mir nehmen? Das werde ich dir nicht verzeihen. Nee, wieso sollte ich das drücken? Aber ja, du bist halt schon ein kleiner Schelm. Das stimmt doch gar nicht. Was du mal für ein schlechtes Bild von mir erzeugst. Das ist so gelogen. Du bist hier der Dreckige. Du bist hier der, du bist immer von vorne. Du bist immer so nett und dann hinten rum. Bam, Alter, da kommt die Schelle. Wer hat ein Heldenband in die Essenstruhe gelegt? Ja, wahrscheinlich du. Ja, genau, wahrscheinlich ich. Kann auch sein, dass ich keinen Bock mehr zu sortieren habe. Warum hast du gesagt, dass wir brauchen nichts mehr? Ja, aber deshalb muss man auch jetzt hier. Ja, wir brauchen nichts mehr, nichts Neues mitnehmen. Das will man doch die Ordnung nicht kaputt machen. Ja, gut, dann schmeiß ich es für die Tür jetzt hier. So. Komm, geh schlafen jetzt. Wir haben jetzt einen Drachen. Ja, ich räume den Inventar gerade auf hier. Weg. Warum räumst du jetzt noch Inventar auf? Ja, wer weiß, vielleicht. Du weißt ja gar nicht, wie viel noch kommt. Ich habe auch nichts zu essen. Doch, der Drache ist der Endboss. Essen mache ich doch gerade.
Aber wir gehen, können auch schlafen gehen, dann ist es fertig. Okay. Ich bin recht sicher, dass der Drache der Endboss ist. Ach, weißt du nicht, vielleicht kommen die noch hier. Keine Ahnung, Frodo. Frodo ist in Valinor. Ja, vielleicht ist er zurückgereist. Nee, er darf nicht den zurückreisen Elben, von Valinor. Elben, davon kann man nicht so vertrauen. Die sagen, jedes Mal ist das immer das letzte Schiff. Hier 40 Mal kommt das letzte Schiff. Ja, ist ja wirklich so. Da. Ich droppe dir 4 Krapfen, das muss reichen. 4 Krapfen dafür, dass ich einen Drachen töte. Das ist ein guter Deal für einen wie dich, also. Hol dir mal ein Bier und trink mal mit. Ja, ich gerade hier. Die anderen Buffs eben. Komm mal. Oh, ich trinke einfach. Alter, Trinkspruch. Jetzt wird ja auch nicht voll gemacht. Weißt du, Knochen in meiner Basis? Ach so, stimmt. Falls du das möchtest, das Zeug. Nee, aber ich möchte auch nicht, dass es rumliegt. Ich schmeiß es vor die Tür. Ach nee, ich brauch's Inventar nicht mehr aufräumen, ist egal. Oh, möchte ich nämlich auch meins. So, let's go. Drache. Der Knochenhorde. Spannung. Los, Christian. Jawohl. Auf geht's. Ja, öffnen. Oh shit, warte. Ich hab's geschmissen. Ui, 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 ui. My horde is all the dead. The four ages of the world. Ja, dann tschüss. Do you not like my treasure? You desecrate dwarf kin. Defile the very stones of these mountains. I command you to leave now. Your bones will join your kin right here. Attack! Ein Drache ohne Schatz, keine Ahnung. Kann ich keinen Respekt vor haben. Warum sagt der Attack? Gibt's hier der Minions oder was hat der? Ich bin einfach. Ah ja, hier spawn Orks. Kommen wir jetzt nicht zu dem Drachen oder was? Anscheinend muss man erstmal Minions töten. Hier drin, hey, die hat die Säule kaputt geschossen mit ihrem. Ah, wahrscheinlich gehen die Säulen Atem kaputt und dann stürzt alles ein, ne? Ach, die muss wahrscheinlich die Säulen kaputt schießen. Wenn du Agro hast, geh mal hinter eine Säule. Mhm. Wahrscheinlich müssen alle Säulen kaputt gehen und dann fliegt dir da Decke auf den Kopf. Ist ja ein völlig lächerlicher, schlechter Tod für einen Drache. Bist hier Boss der ganzen, bist der Boss einer riesigen Mine und schreit, weil die den Dreck am Kopf hält. Ja, es ergibt aber mehr Sinn, als wenn jetzt zwei Zwerge so einen Drachen töten, irgendwie, ne? Was? Das sind richtig krasse Zwerge. Ja, aber. So, jetzt warte mal, ob das geht. Nee, nicht getroffen. Wenn was Bart schafft, das schafft doch auch ein Zwerg. Ja, wir haben aber keine. Keine schwarzen Pfeile hier. Er schießt, du Idiot. Ah, also er schießt auch wirklich. Aber wir können uns auch mal zusammenstellen, wir vielleicht auch besseren Kampf gegen die Orks. Ja, so muss man es machen, ne? Alle Säulen kaputt. Kann man die auch so kaputt hauen? Ich kann die Runde ganz versuchen, kaputt hacken. Aber da Spitzhacke einfach drauf. Ich hab hier gerade Schaden gemacht, aber jetzt geht's nicht mehr. Doch, du machst Schaden. 20, siehst du die ganze Zeit. Schieß ruhig weiter, ich hacke nur ohne, ich hack hier ohne Grund. Wieso musst du jetzt da einen super Speer haben dann?
Ach, sie ist vielleicht dann einfach geschwächt oder so, wenn sie das. Vielleicht stirbt sie nicht, weißt du? Oh, ich hab ein scheiß Ding abgekommen in meinem Sicht. Hey, nee, es ist besser, wenn du die ertankst, sag ich dir. Ja, jetzt kann ich einfach. Guck mal, mein Schild ist schon fast kaputt. Ich hab auch. Hey, du. Ich hab halt nicht mal so viel Schildpower, weißt du? Hm, schaffst du schon. Ich glaube nicht. Komm schon. Ich muss noch ein bisschen ein paar Meter machen. Ich hab keine Ausdauer mehr. Hier noch einer kaputt. Man kann einfach immer laufen und vorbeigehen, die Säulen anschlagen. Das dauert halt nur lange, aber. Noch einer kaputt. Hallo Willi. Hallo Christian. Ey, da wurde dich auch nicht getroffen. Nee, der hat ganz voll auf dich gezielt. Ja, Quatsch. Natürlich. Der war ja auch nicht aggro auf mich. Der hat mich noch gar nicht gesehen. Ich hab keine Rüstung mehr. What the fuck? Ich auch nicht. Wie soll denn sind's denn noch? Weiß ich nicht, ich laufe hier immer im Kreis. Muss vielleicht doch mal ein paar Orks töten, damit es ja. Da sind ja noch zwei Säulen. Nee, ich sehe schon allein vier. Achso, wir haben mehr, okay. Kein Neues. Okay, ich habe kein Schild mehr. Schlecht. Machst du diesen Sechsfachangriff, ey, und dann geht das Stork hier so einen Meter nach hinten und macht dich kaputt. Warum macht die Säule kaputt? Kick mich der dumme Drache hinter der Säule weg. Ah, perfekt. Ja, wir sind weak. Come on, hier. Miam, 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 lecker Zwerg. Und dann zieht er auf dich. Guck ganz auf mich an, zieht auf dich. Das war schlecht, aber. Hey? Ich glaube, ich bin die letzte bei dir. Die haut ab. Das ist frech. Die mach ich trotzdem kaputt, die Säule. Okay, es passiert nichts, wenn die Säule ein. Ne? War das? Wolke der Drachen da drüben. Naja, so schwach sind wir Zwerg und dann haut ein großer Drache vor zwei kleinen Zwergchen ab. Ist so. Okay, ha. Ich fand jetzt schwach, muss ich sagen. Dass das jetzt nichts Gau gemacht hat, quasi, dass man die Säulen kaputt gemacht hat, außer halt den Kampf zu beenden. Ja, komisch, ne? Ich meine, was vom bringt das? Ja, war jetzt nur so der Trigger, dass der Kampf. Ist eingekratzt so, ne? Und das ja für ein Holz? Kann ja eine deutsche Eiche sein. Ey. Jetzt, okay. Meine Fresse. Geht schon, passt schon. Ach, guck mal. Okay, nicht dumm. Was denn? Ah. Hallo?
Sind Sie derselbe Drache von gerade? Wir folgen einen. Ja, war ein Morien-Drache. Schau mal an. Da oben sind ganz viele Drachen. Das sind keine Drachenbabys. Kann man hier noch einen Kartenstein? Also, warte mal, ich habe so eine Feuerstelle. Kann man hier eine bauen? Hast du Steine, 6 Stück? Können wir reparieren? Nö, ein. Ja, shit, okay, dann scheiß drauf. No? Also von da hoch. Aber ich dann glaube ich mein Bierchen. Nett, wie die uns so anguckt. Und warte kurz, ich komme, ich krieg auch noch ein Bier. Ich sehe schön auf uns warte, bis wir oben sind. Das ist echt nett von ihr. Mega. Ich meine, wir hätten keine Chance hier unten, aber. Lass mich mal mein Bier kurz trinken. Lass deine Kinder mal weiter da oben rumfliegen. So, bin soweit. Das ist so doof, ey, komm mal, einfach wirklich besser. Komm, jetzt uns angucken, bis wir wirklich ganz oben sind, so Seelenruhe. Guckt uns wirklich an, so. Hallo? Jetzt sind wir ganz oben. Okay, das ist doch ein Bug. Ist ein Kartenstein. Aber dann haben wir hier, bevor es losgeht. Und noch 10 Steine. Tja. So, hi. Hau mal den Drachen nicht an, warte mal. Ist das ein Bug? Ja, ist das ein Bug. Hier ist nämlich auch noch ein Drache. Was, wo ist noch ein Drache? Hier ist derselbe Drache nochmal. Ne, ich sehe den wieder nicht. Hier gibt es keinen Stein raus, obwohl es Stein heißt. Jetzt sehe ich doch, jetzt sehe ich es auch. Was ist denn das? Geil. Holz. Gute. Ui, wo ist deine Schwester? Hier ist ein Stein. 2 Steine habe ich. Wie viel brauchen wir? 6. 10. 10 sogar. Komm, ich hock noch. Das ist geil. Hier, wir haben es. Ne, 2 nur. 3. Ich glaube, ich habe es genug. Ja. Hallo. Ja, das gibt jetzt schon. Weil jetzt geht gerade der Aspekt, was so geil war an dem Spiel, die Immersion, geht jetzt total verloren. Durch das. Wollen wir noch zurück und so mal wie. Ganz kurz. Wir kommen gleich wieder. Ja, wie gesagt, das ist sehr schade jetzt gerade. Das ist so doof. Also, es ist ja so doof. Da merkt man halt wirklich, dass die technisch noch nicht fertig waren. Ne? Also das ist wirklich schon harter Tobak. Ja. Ja, Leute, ist einer von euch auch schon so weit? War es bei euch auch so? Schreibt mal gerne in die Kommentare. Ob, vielleicht ist das ja auch ein außergewöhnlicher Bug. Ja genau, kann ja auch sein, dass gar nicht Standardding ist. Essen habe, brauche ich nicht. Dann müsst ihr auch noch haben, ne? Die Krapfen. Bierchen. Schlafen müssen wir ja auch nicht, also ich habe keine Müdigkeit. Nee, nur im schnell reparieren. Ich stecke mal ein paar Steine ein. Und ein paar schwarze Diamanten. Haben wir schwarze Diamanten? Nein, wir haben keine mehr. Doch. Ich hab alles mit. Achso, okay. Warum haben wir jetzt eigentlich, also wir werden schon noch direkt gegen die Kämpfer, warum haben wir sonst diesen Speer gemacht? Einmal um die Tür da aufzumachen. Die Höhle des Balrogs sind wir jetzt. Okay. Ach, da hat der Balrog geschlafen? Aber er ist schon da. Lerwand. Hallo Drache. Er ist schon da. Guck mal, ich pick's mal an. Und warum hat der Ketten drumrum? Was ist denn jetzt los?
In den Flügen kann man ihn nicht hitten. Wir haben abgenutzten Ring gekriegt. Das ist im Magen der das Drachen. Keine Ahnung. Das ist jetzt hier. Das hier ein bisschen. Vielleicht, weil wir sie nicht gleich angehauen haben. Ah, gleich. Warum? Auch wenn die so doof guckt? Ja, ja. Eule, gib mir die Kraft. Die alte Eule. Ja, die hockt da in ihrem Schatten aber drin, was soll das jetzt? Das hält mich nicht auf, der Schatten nicht. Okay, ihr Schwanz hat keine Hitbox. Und warum kann sie nicht fliegen eigentlich? Weil wir sie eingekesselt haben. Wie kommen wir denn jetzt ran an das Viech? Hittest du was? Nö. Doch, wir hitten schon, wir haben die Trefferfeedback. Wir sehen die Schadenszahlen wahrscheinlich nicht, weil... Nee, ich krieg immer nur eins. Das ist dein... Kriegst du den Stern, oder? Warte mal. Ja, das ist mein, aber auch guck von mal nach oben, andere. Guck mal nach oben. Da müssen wir uns da oben durchhauen. Nee, warte, jetzt da steht 80 Schaden. Kracht hier oben alles langsam ein. Ja, du meinst, wir machen hier Schaden? Ja, ich weiß nicht, die schreit ja auch rum. Und die macht halt der Decke Schaden. Da müssen wir vielleicht die Decke kaputt machen. Das wäre mein Guess gewesen. Du hast gesagt, das, ja, kann schon sein, weil das ist ja über Licht. Vielleicht ist sie lichtempfindlich. Weil ich sehe, wenn ich nach oben sehe und auf sie. Also ich krieg Trefferfeedback, wenn ich auf dem Fuß habe, ich krieg keinen. Ich hab keine Schadenszahl, weißt du? Versuchen wir aufzubauen. Oder bist du schon dabei? Nee. Ich baue mich mal hoch und versuche mal oben kaputt zu hacken, weil die macht der Decke Schaden, oben ist Licht. Rede die ganze Zeit was von Schatten. Ey, du Deppe. Ja, jetzt versagt mein Baumkürze gerade komplett. Ja, das ist es nicht. Nee, nee. Wollt ihr nicht Decke kaputt machen? Doch, doch, aber das auf sie draufhauen ist es nicht. Warum gehe ich denn jetzt nur noch? Was ist denn jetzt los? Jetzt laufe ich wieder. Wie kommt man denn da hoch? Vielleicht mit Pfeil und Bogen drauf schießen? Wenn du noch Pfeile hast, probier's. Mach ich zu wenig Schaden, 2 Stück nur. Ach, warte mal. Das ist Holzgerüst vielleicht kaputt schlagen. Ich habe jetzt keine Rüstung mehr.
vielleicht hier, wie heißt du, wie gesagt, Lass mal hier stehen, dass sie dagegen schießt. Ja, das könnte sein, ja. Das könnte wieder dasselbe Spiel sein. Die andere Säule hinten noch. Ah, jetzt hat sie einen Lebensbalken. Guck mal. Ah ja. Der Schatten ist auch weg, gleich mal Licht reinkommt. Ja. Auf geht's! Ich habe noch einen Ausdauerbalken. Oh, lol. Tot? Ja, tot. What the fuck? Was ist das denn? Na gut, das war jetzt eigentlich schon cool. Mit dem ja, Licht jetzt so. Jo, easy, dann geht's weiter. Ja, da droppt hier noch irgendwas Gutes. Ich muss jetzt noch hier diesen. Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Oder gibt's den jetzt hier hinten vielleicht noch? Wahrscheinlich ist er irgendwo da hinten versteckt oder so. Hier hat der Barock geschlafen. Hm? Ist hier vielleicht eine Truhe oder sowas? Oder müssen da oben hin? Ja, kann sein. Holz liegt ja hier genug. Dann macht ein bisschen was auf. Das Abstürzen des Spiels ist eigentlich schon ziemlich witzig. Ja, du hast zu hoch gebaut, Mann, Spilly. Ich dachte, du bist hier der Baumeister-Zwerg. Ich hab das ist Absicht. Achso. Müssen wir ein bisschen trainieren, ein bisschen öfter hochklettern. Ich hasse aber trainieren. Ich auch. Nein, es sieht nicht so aus, als wäre da was da oben. Wahrscheinlich lag der Hammer einfach irgendwo wieder und wir haben die wieder nicht gesehen. Würden wir dann offline wahrscheinlich wieder über 20 Folgen was. Ich bin wieder runtergefallen. Ich glaube nicht, dass wir da hoch müssen. Wir kommen auch hier gar nicht hoch so. Doch, genau. Da kommen wir hoch. Safe. Ja, nicht so wie ich das hier gebaut habe. Schön hier. Hier hat der Barock also geschlafen. Man kann gar nicht näher rein, ne? Hier ist eine unsichtbare Wand. Also hier wird definitiv nicht der Hammer sein. Will ich trotzdem vielleicht das um ein Easter Egg? Ja, wahrscheinlich, Willi, wahrscheinlich. Du guckst blöd, wenn ich eins finde. Na, da ist einfach nur das Licht da oben. Ich geh runter. Ich suche unten den Hammer. Ja, so unten den Hammer. Ich guck hier oben weiter. Ich pack hier fest. Oh, ich gerade auch. Das Spiel, das will nicht, dass man da hochgeht. Ist mir egal, ich will's aber erzwingen. So, wo ist der blöde Hammer? Gibt's ja nicht. Ja, hier kann man auch frei und schwebend in der Luft bauen. Naja. Oh, ich bin runtergefallen. Nein, gar nicht. Nee. Das ist auf jeden Fall nicht so gedacht. Guck mal, ich stehe in der Luft. Ich blende das Licht, sehe nix. Was dead. Ja, warte mal, was sagt denn das Quest schon? Stimmt. Moment. Weil wir da das lesen müssen, da haben wir uns leichter getan. Erneuer den Schutz, wirklich Schutz und Schattenbrunnen zu erneuern. Muss den Brunnen versiegeln und die Mietwinde müssen wir noch machen. Stimmt.
Vielleicht können wir ja jetzt versiegeln, wenn sie tot ist. Lass mal zurück. Ey, muss doch irgendwo mal noch Loot liegen. Na, der Vogel. Ah, Arik! It is done! The dragon is dead! We are safe! We are saved! No curse will block our way out of Moria now. Exit the east gate. King Thorin and Lord Gimli wait for you in the Dimrill Dale. Thank you, Arik, for all your help. I'll see you soon, friend. Outside. Ah, okay, Rezept gefunden. Ah, restauriere die Brücke. Okay, dann zurück. Die Basis, den Hammer craften. Dann kommt Gimli, das würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge. Nee. Doch, Alter, weißt du gar nicht, wie lange das jetzt dauert? Ja, nicht lange, es wird abspannen dann. Lass es fertig machen. Sonst haben wir dann eine 5-Minuten-Folge. Ernsthaft, Willi, lass es fertig machen. Ob wie du sagst. Ja. Falls ihr gleich irgendwann hier einen Cut bekommt, hatte ich recht. So, auf jeden Fall das Zeug für den Hammer haben. Ja, brauchen wir ja nur einen. Ja, aber. Oh, das Zeug. Adamanta Meier haben wir. Das ist ganz billig. Ich bin tot. Kannst du mich bitte mal aufheben? Ich stehe, liege am Kartenstein. Ja, in unserer Base. Also in der Basis, ja. Ich komm. Ja, wahrscheinlich hast du warst für Schattenflug. Ich lebe mich jetzt nicht wieder, sonst ist mein Loot auf der anderen Seite. Wahrscheinlich warst du für Schattenflucht. Ich wollte es nämlich noch sagen, weil als der David da war, hat vergessen zu sagen dann. You're okay! On your feet! Also ich hab den Adamantam, aber wir können gleich hin. Ja, lass mal eben schlafen, ich habe einen Ausdauerbalken, ich will jetzt nicht dahin rumpeln. Gut, dann müssen wir halt noch schlafen, Leute. Wenn der feine Herr Wieland wieder müde ist. Ja, kann ich auch nichts für. Nachdem er einen Drachen bekämpft hat. Ja, so nach einem Drachen schon müde, ey. Was würde Gandalf sagen? Aber Gandalf. Der würde wahrscheinlich sagen, danke, dass er den Drachen getötet hat. Da, hast du dazu noch was aufklären? Müssen wir in Bastion oder? Ja, wir müssen auf jeden Fall ein Stück laufen dahin. Was ist kürzer, Bastion oder? Ach, ich geh einfach Bastion. Ich komm mit, ich geh auch Bastion. Jetzt ist hier nochmal so ein Drachling, das ist verarschen, ich lauf vorbei. Oder warte mal, der Speer war hinter dir eh. Naja. Jetzt hoffen wir aber wirklich, dass es hier jetzt nicht noch eine Stunde dauert. Nee, was soll noch sein jetzt? Ja, weiß ich nicht, ich meine die Brücke reparieren, dann wird was kommen, dann zurücklaufen bei Gimli, das Tor aufhauen mit dem komischen Hammer, den wir noch brauchen. Kommst du? Ich bin aus Bastion. Wo bist du denn? Ja, ich bin schon am bin auch aus Bastion. Ich bin schon die Treppe hochgelaufen. Ja, ich kämpfe doch gegen einen Drachen. Ja, warum? Hast du nicht genug Drachen getötet? Jetzt habe ich genug getötet. Lass doch mal ein paar wachsen, dann wieder langweilig hier in Moria. Ich glaube, hier gibt's genug zu tun, Willi. Das bisschen reparieren hier. Weißt du auch, ein Zweck, 1000 Tage, 1000 Zwecke, Alter. Das haben wir ja schon. Jetzt bin ich gespannt.
Da ist der Hammer. Ach, brauchen wir jetzt hier nochmal Turins Axt? Ja, ja. Hab ich doch gesagt. Ah ja gut, die haben wir gleich geholt. Liegt haben wir noch genug für einen Kartenstein hier? Natürlich nicht. Ich hab genug tatsächlich. Ah, ich brauche eine Feuerstelle. Da hapert's. An drei Kohle wieder. Da habe ich. Oh nice. Dann drop mal die Kohle bitte. Liegt schon. Oh, da. Oh, wie cool. Warte. You shall not pass. Nein, Christian, du darfst nicht vorbei. Nein, auch nicht vorbei. Nein, nein. Ja, das auch nicht. Ich bleibe in Mordia. Das nicht. Alter, das ist auch ein schlechtes Game Design, muss ich sagen, dass man diesen Speer dann praktisch tragen muss und dann muss man aber zurück und den nochmal holen. Das ist ja. Ja, ein bisschen undurchdacht. Das ist komisch. Cool, hier ist die Brücke von Khazad-dûm. Das ist so cool. Wie mächtig das einfach aussieht, wenn du hier reinkommst, diese riesigen Statuen. Geil. Einfach nur geil. Wow. Ja. Wow, guck, wie mächtig das ist, ey. Boah, die Zweige sind so grob. Junge, voll Junge, krass. Junge. Einfach nur voll krass. Da. Ausgang. Und war Gimli doch nicht ab. The first Mithril Durin ever mined. So much of our fate is tied to this stone. The heart of the dwarves has been found. At last, Durin can wake to lead us all into Khazad-dûm. The fight against the Shadow must continue, led by our new Lord of Moria. Hazen Gimli, you were right this time. Well done, young hero. Now we celebrate! It was a pickaxe. All along, Uncle Balin thought it was a great weapon. And a dragon? Oh. I have some tales to tell, Lord of Moria. Alas, I may not be here when Durin returns. I made promises, you see, to meet Aragorn in Minas Tirith, see Merry and Pippin again. To make one final trip with Legolas. Perhaps hear the Lady of the Wood again. But your story doesn't end here. Oh no. This is your company now. May its deeds be long remembered. Farewell. And may the luck of the dwarves be ever with you. Voll cool.
Nice. Und jetzt haben sie das Ende ist auch so gut. Jetzt ist auch erklärt wegen der Spitzhacke. Ja, ja, die haben selber gemeint, das ist eine Waffe. Ey, das ja, haben, ja. Die, die haben ja uns damit sogar gekriegt. Ja, richtig ja. Gut. Wir haben uns auch voll abgefuckt. Wir haben uns voll abgefuckt. Und dann ist es halt einfach ein Fail von den. Ey, das, ist, das haben sie aber wieder. Also ich muss sagen, der Endkampf vom Drachen absolut beschissen, finde ich. Hat mir null gefallen, verbuggt kommt auch noch dazu. Ja, nicht so richtig mitgerissen. Nee, aber das, das Ende mit Gimli wieder, vor allem mit der Reise mit Legolas, was an die Lore passt, dass, die, dass er nochmal ins Auenland geht und nach Aragorn besuchen geht, ist halt einfach wieder hammergeil. Also, wow, ich bin. Das entschädigt mich für alles. Ist vor allem so. Das Ende ist einfach wieder so geil, dass einfach. Dass eine Spitzhacke ist und alle dachten zu einer Axt. Das hat ja uns so getiltet. Voll lange haben wir uns darüber aufgeregt. Ja. Das finde ich einfach klasse. Das finde ich einfach genial. Ja. Aber was wäre denn, wenn wir den anderen Ausgang rausgegangen wären? Ich glaube, da kommst du gar nicht raus. Cool. Einfach cool. Ja. Ja, hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, zwischendurch ein paar Längen, aber insgesamt kann man das Spiel. Wenn ihr selber spielen wollt, wenn ihr das seht und selber spielen wollt, wartet noch ein halbes Jahr. Ja. Und dann glaube ich, das ist ein sehr gutes Spiel tatsächlich. So ist es. Krass, ich hätte es gedacht, dauert noch länger. Wirklich, ich hätte fast gedacht, zweite Folge. Ich hätte gedacht, dauert länger. So Leute, wenn ihr jetzt bisher bei uns wart, dann lasst doch gerne auch ein Abo, ein Like da, kommentiert. Oder wenn ihr nur ein Emoji postet, ist auch gut. Hilft uns auf jeden Fall weiter, Leute. Und ansonsten könnt ihr auch die Glocke, die Glocke ausmachen. Genau, dann werdet ihr nicht genervt von uns. Und ansonsten danke euch, dass ihr die ganze Zeit dabei wart. Wir hatten viel Spaß, ich hoffe, ihr auch. Wie gesagt, das nächste Coop-Adventure gibt es ab 30. November. WoW, Season of Discovery, da freuen wir uns sehr drauf auch. Wo ist es? Da gerne bei Twitch vorbeikommen. Ja, genau, da sehen wir auch live. Und ansonsten macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Macht's gut, Leute. Ciao.